Herzlich willkommen. Heute gibt es ein Brot, ein saftiges Vitalbrot nach dem Rezept von Franz Reichel aus Wilhering in Oberösterreich. Das ist so circa 10 Kilometer von Linz, Donau, Strom aufwärts. Und in diesem saftigen Vitalbrot ist Dinkelmehl, bisschen Backpulver und dann kommt noch dazu Karotte, schon fein geraspelt, in Ringe geschnittener Lauch. Dann habe ich vor mir hier schon Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Mandeln, Leinsamen und das Ganze wird etwa eine Stunde 20 im Rohr, was in der Kastenform, wenn Sie eine schöne Brotform haben, geht das natürlich auch, gebacken. Und am allerbesten wäre es natürlich, wenn Sie eine leichte Dampffunktion haben. Ich habe bei mir schon eingestellt, dampft sich schon langsam ein. Jetzt mischen wir alle Zutaten zusammen, ein bisschen Leinsamen dazu, dann die Mandeln. Natürlich geht das auch in der Maschine, wenn Sie Knetfunktion haben, einfach durchkneten. Ich rühre mir das alles mit der Hand an. Sonnenblumenkerne, ein paar Kürbiskerne habe ich auch noch, ein bisschen Kümmel dazu. So, jetzt kommt Lauch, zwei Eier. Der Topfen und dann können Sie natürlich auch noch Brotgewürz nehmen, zum Beispiel, wenn Sie haben, und natürlich Salz, Pfeffer. Ist ja überhaupt gerade sehr en vogue, wieder Brot selber zu backen. Natürlich in den verschiedensten Varianten. Ganz beliebt derzeit natürlich auch wieder mit Sauerteig zu arbeiten, den man sich selber klarerweise gut ansetzen kann. Und jetzt einfach mal kräftig durchrühren. Am Schluss heben wir dann noch die Karotten unter. Aber ich glaube, es war auch von meiner Seite her ein bisschen sportlich, das mit der Hand durchzurühren. Hole ich mir doch den Mixer. So ein bisschen rasten lassen kann man den Teig natürlich auch. Mir kommen jetzt die Karotten dazu. Das werde ich jetzt gleich mit den Händen unterheben. So, die Form habe ich schon ausgebuttert. Das werden wir jetzt schön füllen. Ich denke, es geht noch ein bisschen auf, aber ich möchte es nicht eigentlich auf die ganze Länge machen, sondern eher so kompakt halten. Jetzt noch die Walnüsse. Einfach ein bisschen anhacken und oben drauf verteilen. Ein bisschen eindrücken. Und jetzt lassen wir das Vital, das saftige Vitalbrot, einmal gut eine Stunde bei leichter Dampfgasstufe im Rohr backen. So, meine Lieben, das Brot ist fertig. Gut eine Stunde lang im Rohr bei leichtem Dampf. Aussehen tut es ja mal von außen gut, muss ich sagen. Jetzt müssen wir es natürlich ein bisschen auskühlen lassen. Aber, könnt ihr das hören? Klingt schon schön hohl, das heißt, schaut gut aus. Backkräuter für Butterbrot natürlich habe ich schon zusammengestellt. Ich habe einen frischen Petersil, Koriander, bisschen Oregano und Basilikum hacke ich zusammen, Butter drauf, Kräuter drüber. Ja, wenn das kein Vitalbrot ist, dann weiß ich es nicht. Boah, das duftet herrlich. So, jetzt schauen wir mal, ob wir es rausbringen, das Vitalbrot von Franz. Wie schauen wir da aus? Oh ja, es ist ja perfekt. Ja, aber das klingt super, das muss eigentlich fertig sein. Es ist natürlich jetzt noch sehr heiß innen. Eigentlich sollte man es noch ein bisschen rasten lassen, aber ich muss schon anschneiden. Butter habe ich auch schon vorbereitet und jetzt schneiden wir es an, das Vitalbrot. Na ja, gut. Voilà. Dazu gibt es Butter, ein Messer und ein Mahlzeit. Danke fürs tolle Brotrezept. Viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal.